Hallo YouTube, wir schauen jetzt, so missbrauchen rechtsextreme Spiele und Gaming-Plattformen von MDR. Ich bin mal sehr gespannt. Ich glaube, das ist wichtig. Schau mal rein. Das ist menschenverachtend. Wenn du die Freiheit hast, alles zu bauen, dann hast du halt die Freiheit, alles zu bauen, dann können Arschlöcher auch Scheiße bauen. Rechtsextreme. True. Oh Gott, nein. Was ist das? Extreme verpacken ihre Ideologien in Spielen wie diesem, in dem das Halle-Attentat von 2019 nachspielbar ist und vernetzen sich über Gaming-Plattformen. Wenn wir das ist so krass, ne? Beispielsweise einfach mal nach Profilen auf Steam suchen, die wir Hitler im Namen haben, sehen wir, dass wir mit wenigen Klicks über 31.000 Profile finden. Moment, ist das? Moment, Moment, Moment. Ich brauche Namen. Ich brauche Namen. Komm vielleicht nach. Die Sicherheitsbehörden versuchen dagegen vorzugehen. Die Herausforderung für uns ist eben die, dass es offensichtlich in der Perversität des Menschen nach oben keine Grenzen gibt. Welche Verantwortung tragen Plattformbetreiber und Gamer? Ich finde viel. Also Menschen sollten sich dagegen aussprechen. Also wenn sie sowas sehen, gerade also NutzerInnen, aber auch Plattformen sollten halt sowas sperren und runternehmen. Also wenn man das sieht, sofort melden, und da ist tatsächlich die Schwarmintelligenz der Gamer sehr, sehr wichtig. Für Exactly suchen wir Antworten auf die Fragen, welche Verantwortung tragen die Spieleplattformen, was macht die Polizei gegen diese rechtsextremen Inhalte und wie agiert die Politik? Ein Rechtsextremist versuchte am 9. Oktober 2019 in die Synagoge von Halle zu gelangen. Das schaffte er nicht, er tötete aber zwei Menschen in diesem Viertel. Was aber umso unvorstellbarer ist, ist, dass jemand das ganze Attentat als Spiel auf eine Spieleplattform... Das ist so eklig, ne? Ich verstehe nicht, wie Menschen so drauf sind. Also das verstehe ich wirklich nicht. Zu sagen, ja okay, da war ein Attentat, da sind Menschen gestorben. Ich baue das jetzt einfach mal. In einem Spiel nach, genau, dieses Attentat. ...hochgeladen hat, eine Plattform, auf der auch Kinder unterwegs sind. Und die Täter müssen... Roblox, davon habe ich schon mal gehört, aber ich habe es jetzt noch nie gespielt. ...auch Wissen aus dem Stream oder dem Prozess haben, denn die Details sind... Ist Roblox nicht so voll, das Kinderspiel? Das ist ja richtig heavy. ...so weitgehend, dass hier auch das Auto zu sehen ist, das der Attentäter benutzt hat, und auch die Munitionskiste im Spiel zu erkennen ist. Bis heute weiß niemand, wer das Attentat nachgebaut und auf die Plattform gestellt hat. Aber muss man das nicht irgendwie nachverfolgen können als Plattform? So, die Person muss doch irgendwie einen Account haben oder sowas, oder? Sehr junge Zielgruppe, da kann man so Minispiele bauen. Ist halt, gerade dann sollte halt auf sowas mal verschärft geachtet werden, ne? Gefunden hat das Spiel ein Team rund um Mick Prinz. Ich habe Mick Prinz noch nie in echt getroffen, leider. Deswegen war ich mir nicht sicher, ob er es ist. Aber er ist es. Okay, I see. Er ist Experte für Gaming und Rechtsextremismus. Wir treffen ihn in Berlin an einem besonderen Ort. Doch, habe ich. Auf der Gamescom haben wir uns getroffen. True. Voll vergessen. Wir haben uns schon mal in echt getroffen. Es tut mir leid, ich bin ganz, ganz schlecht mit Gesichtern und Namen. Mick Prinz sucht gezielt auf Plattformen nach rechtsextremistischen Inhalten. Darüber klärt er seine Follower in den sozialen Medien auf. Lass ruhig noch ein Stückchen reinlaufen. Super wichtige Arbeit. Ich bin schon wirklich... Oft aber irgendwie implizieren diese Beiträge immer, dass Deutschland nur aus Berlin besteht. Da zumindest passiert viel in Berlin, ne? Es ist halt immer das. Lange, ehrlich gesagt, hier nicht mehr durchgelaufen. Man kommt ja super oft hier vorbei, aber wenn man hier durchgeht, wenn man sich durch diese stehenden Gänge hier bewegt, hat das Ganze eine sehr beklemmende Art und Weise. Es ist sehr erdrückend, man fühlt sich sehr einsam. Es ist zwischendurch auch teilweise zumindest sehr ruhig und man hört gar nicht viel vom restlichen, sehr lauten Berlin. Das heißt, man fühlt sich sehr isoliert und da, finde ich, funktioniert dieser Erinnerungsort sehr gut. Gleichzeitig führt dieser Ort aber auch zu einer Wut bei mir. Ich bin auch häufig wirklich sauer, wenn ich an diesem Ort vorbeifahre, nicht nur, weil man an die Gräueltaten der Nazis erinnert, sondern weil ich auch
daran denke, wie aktuell beispielsweise Rassismus und Antisemitismus wieder normalisiert wird in unserer Gesellschaft. Ja, wie war das für dich damals, als ihr unterwegs wart, euch diese Spielwelten unter anderem bei Roblox angesehen habt und entdeckt habt, es gibt da das Halle-Attentat. Was hat das mit dir gemacht? Es hat mich ehrlich gesagt nicht überrascht, dass wir das da gefunden haben, weil Rechtsextreme genau versuchen, diese offenen Türen zu nutzen. Sie versuchen genau, diese Räume zu nutzen, wo sie eigene Inhalte bauen können. Das haben wir in der Vergangenheit schon in unterschiedlichsten digitalen Welten gesehen. Dass sie das bei Roblox machen, hat mich nicht überrascht. Trotzdem hat mich schockiert, wie akkurat sie versuchen oder wie akkurat versucht wurde. Das finde ich auch so krass. Ach, das ist so eklig. Also es ist so wieder so, ich weiß, dass es diese Abgründe gibt, aber immer wenn ich sie wieder sehe, bin ich jedes Mal echt, also keine Ahnung, angewidert von Menschen. Ah. Dieser Anschlag nachzubauen. Und so sieht die Startseite aus. Auf Roblox können kostenlos ganz unterschiedliche Spiele gespielt und auch selbst erstellt werden. Das sind nicht nur Edgy Kids, nein, das sind nicht nur Edgy Kids, die das bauen. Das sind gezielt auch Rechtsextreme, die das machen, um halt an Menschen ranzukommen. Das ist alles auch Taktik. Und das mit nur wenigen Mausklicks. Wir haben das selber ausprobiert. Ich habe mir hier ein... Ich glaube, da werden viele Edgy Kids mit abgeholt, leider. Aber das sind nicht nur Edgy Kids, die das machen, leider. Rothaarigen Avatar genommen. Ja, und der Übergang ist bei vielen auch fließend, das kommt noch dazu. Und ein Spiel gebaut, in dem eine Waffe genutzt werden kann. Im Menü hier an der Seite können ganz einfach Modelle in das eigene Spiel hinzugefügt werden, zum Beispiel Personen und verschiedene Waffen. Eigentlich ist das Gute an Roblox, dass man hier ganz leicht selbst kreativ werden und Die Idee ist ja nett, aber das sollte halt trotzdem moderiert werden und vielleicht dürfen manche Sachen nicht hochgeladen werden. So, da kann man ja vielleicht auch mal ein paar Richtlinien festlegen und die auch durchsetzen. Eine Spiele erstellen kann. Rechtsextreme missbrauchen das aber. Denn genau so sind auch diejenigen vorgegangen, die auf Roblox das Halle-Attentat nachgebaut haben. Obwohl auch da ein bisschen problematisch, also das muss halt trotzdem auch gecheckt werden, weil an der Stelle ist es ja auch zum Beispiel, dass sie den Ort und sowas nachbauen, ist ja nicht per se verboten dann, wenn man irgendwelche Upload-Filter oder sowas reinmacht, dass man sagt, okay, Waffen dürfen nicht geuploadet werden oder bestimmte Waffen dürfen nicht geuploadet werden, irgendwie sowas. Also sowas kann man ja ganz gut regulieren, aber hier geht es ja um eine bestimmte Situation und die ist immer ein bisschen schwerer zu erfassen. Aber trotzdem, sowas sollte, finde ich, auch gerade gesichtet werden und wenn halt gemeldet wird, dass man das dann rausnimmt. Mick Prinz arbeitet für die Amadeo-Antonio-Stiftung, die das Ziel hat, die Demokratie zu stärken und gegen Rechtsextremismus vorzugehen. Dafür beobachtet Prinz regelmäßig mit seinen Kollegen, was Rechtsextreme auf den Plattformen posten und auch so ein gefährlicher Job, ne? Verbreiten. Und das nicht nur auf Roblox, sondern zum Beispiel auch auf Steam, der weltweit größten Gaming-Plattform, auf der Games gekauft und heruntergeladen werden können. Täglich spielen hier über 69 Millionen Menschen aus aller Welt. Hier chatten Spieler und tauschen sich in Foren aus. Mick Prinz zeigt uns, wie diese Plattform auch missbraucht wird. Genau, aber das sind jetzt einfach Screenshots aus Spielen, die sie hier halt auf ihren Profilen teilen. Das müssen auch gar nicht irgendwie eindeutig rechtsextreme Dinge sein. Das kann jetzt hier zum Beispiel auch nur ein Strategiespiel oder ein Shooter sein, der im Zweiten Weltkrieg spielt. Wir sehen zum Beispiel, das Profil spielt auch das Spiel Sniper Elite 5. Das ist jetzt kein rechtsextremes Spiel, aber gerade Spiele, die im Zweiten Weltkrieg oder um den Zweiten Weltkrieg... Ja, ziehen wahrscheinlich Rechtsextreme ein bisschen an, ne? Also ist halt leider so das Ding. Nein, du bist nicht automatisch rechtsextrem, wenn du Sniper Elite 5 spielst. Aber es gibt halt Überschneidungen. Weltkrieg spielen werden gerne von Rechtsextremen gespielt, weil es dazu dann häufig auch Modifikationen gibt, wo man dann beispielsweise auf einmal die Waffen-SS spielt oder wo dann eben Hitler ins Spiel integriert wird. Boah, das ist so eklig, ne? Es scheint keine Mechanismen und Einschränkungen zu geben, welche Namen sich die Spielenden auf Steam geben können. Ja, das finde ich auch wild. Also was Namen angeht auf Steam, da sind sie auch sehr, also da sollte vielleicht auch ein bisschen mehr moderiert werden. Ich möchte das mal eben hier, wenn wir beispielsweise einfach mal nach Profilen auf Steam suchen, die wie Hitler im Namen haben, die den Begriff Hitler im Namen haben, sehen wir, dass wir mit wenigen Klicks über 31.000 Profile finden, die sich nach Hitler benennen. Täglich kommen 100... Das ist so krass, ne? ...weitere mit diesen Profilnamen dazu. Deshalb kritisiert Mick Prinz 47.361. Oh mein Gott. Ja gut, Hitler. Dann Hitlers Little Fanboy. Du bitte, Skibidi Toilet Hitler Anime.
Es ist so skurril. Es ist so unfassbar skurril. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Und jetzt hasse ich Skibidi Toilet noch mehr, übrigens. Nur mal kurz so zur Info. Bei mir im Freundeskreis spielen viele Sniper Elite World of Tanks oder Schiffsspiele davon, aber zum Glück weiß ich, dass die Leute nicht im Ansatz so eine Gesinnung haben. Ja, aber es ist halt, es sind halt Spiele, die trotzdem so Menschen halt viel anziehen. Ne? Also das ist halt einfach das Ding, dass nicht jeder, der das spielt, ist natürlich rechtsextrem oder irgendwie hat rechte Gesinnungen, aber so Kriegsspiele und gerade im Zweiten Weltkrieg Spielende ziehen obviously halt Rechtsextreme an, ne? Du brauchst immer irgendwo menschliche Moderation, auf jeden Fall, ja, voll. Ich glaube nicht, dass Einschränkungen für Namen von vornherein sinnvoll über Filter geregelt werden können. Ja, dass Leute sich Hitler nennen, ist das eine, aber das aus Mod-Perspektive auf Twitch. Es gibt so viele Varianten, wie man transfeindlich Unfug in die Aufnahmen Username schreiben kann. Vorfiltern ist aussichtslos. Absolut, absolut. Das heißt, du musst halt aber auch dann einfach leider Menschen haben, die halt sowas auch sichten. Und gerade zumindest, wenn es ums Melden geht, ne, wenn Menschen dafür gemeldet werden, dass du dann diese Menschen halt auch rausnimmst und das durchführst. Du kannst halt auch nicht alle, ich sag mal 47.000 sind das allein mit dem Namen, das einfach so super schnell sichten. Ne? Das funktioniert natürlich nicht. Prinz die Plattformen und die Sicherheitsbehörden. Seiner Meinung nach sollten diese aktiver gegen Rechtsextremismus im Gaming-Bereich vorgehen. Ich glaube, das machen viele Sicherheitsbehörden auch, dass sie sich versuchen, einen Überblick zu verschaffen, was gibt es hier eigentlich, aber es ist schlicht und ergreifend einfach auch wahnsinnig viel und man ist auch auf die Zusammenarbeit mit den Plattformen angewiesen. Was muss eben Politik tun und die Plattformen, damit genau das sich ändert, damit sich da was dreht? Hier würde ich sagen, müsste man an mehreren Stellschrauben drehen, es müsste an ganz vielen Stellen was machen. Man kann einiges, kann man vorfiltern, aber einiges halt auch nicht, gerade wenn es so kontextbezogene Sachen halt auch sind, ne? Das ist dann immer schwierig, sowas von vornherein rauszufiltern. Ich sehe die Verantwortung bei Plattformen, dass sie ihre eigenen Guidelines durchsetzen, dass sie auch stärker proaktiver moderieren. Ich sehe das Problem aber auch bei der Politik, dass man auf der einen Seite nicht nur Gesetze gegen Hass im Netz formuliert, sondern diese auch umsetzt, sowohl in sozialen Medien, aber auch in Gaming-Plattformen. Viele trollen auch einfach nur herum, in CS hat jeder Dritter irgend so einen Namen, aber das ist ja Teil des Problems, ne? Also, dass das so normalisiert wird und normal ist, damit rumzutrollen, ist halt super schwierig. Super, super schwierig. Jetzt sowas zu regulieren, da andere Länder andere Gesetze haben. Ja gut, eine Seite kann ja Dinge trotzdem regulieren. Also da sind ja erstmal die Gesetze nicht wichtig. Wenn die Seite sagt, ja, wir wollen so und so Namen nicht bei uns haben, dann filtern, dann regulieren wir die raus und sagen, okay, ihr dürft euch solche Namen bei uns nicht geben. Bindet euch um. Also entweder ihr könnt diesen Namen gar nicht auswählen, wenn sie von vornherein gefiltert werden, oder, das gibt es ja auch bei Seiten, oder man sagt, okay, wenn gemeldet wird, dann müsst ihr euch umbenennen. Also wenn es dann sowas in die Richtung ist, dann müsst ihr euch umbenennen oder ihr fliegt. Politik muss also etwas ändern. Wir treffen uns in Halle mit Sebastian Striege von den Grünen. Er war für seine Partei im Untersuchungsausschuss zum Halle-Attentat dabei. Schon da forderte er, dass die Polizei mehr tun muss, online präsenter ist. Als Abgeordneter hat er das Innenministerium in einer kleinen Anfrage gefragt. Genau, ein Drittel von dem Drittel meinen das nicht nur als edgy Joke und das ist das große Problem. Ja. Und die anderen normalisieren halt trotzdem noch die anderen damit. Ne? Was sich seit dem Anschlag bei Online-Ermittlungen getan hat. Was waren denn Ihre Erkenntnisse? Das, was man an Zahlen im parlamentarischen Raum erhält von der Landesregierung, gibt nicht wirklich was her. Es ist klar, es gibt einzelne Aktivitäten. Sachsen-Anhalt hat ein Cybercrime-Kompetenzcenter beim LKA. Es gibt Beamtinnen und Beamte, der... Zivile Person störe ich mich enorm an. Du darfst diesen Namen nicht verwenden, weil da Worte doof sind, weil ich öfter es als nie erlebt habe, dass die Wortliste einfach Banane sind und du dich zum Beispiel nicht was lesbisch nennen darfst. Ja, aber das ist ja dann nicht das Problem des... Du darfst dich nicht so nennen, sondern es ist ein Problem, was... Als was du dich nicht benennen darfst. So, und da haben wir halt eher das Problem, dass queere Menschen halt noch stigmatisiert sind und eben sowas auch rausgefiltert wird, aber dann wäre ich halt nicht dafür, dass sowas rausgefiltert wird, sondern halt Nazi-Scheiße. Also da ist ja die Wortliste das Problem und nicht Wortfilter per se. Koordinierten Internetauswertung. Es gab auch mal eine Internetstreife, aber zum Beispiel, wie oft die tatsächlich auf Streifentätigkeit im digitalen Raum ist, lässt sich aus den Antworten der Landesregierung nicht wirklich ersehen. Die Anzahl der eingeleiteten Ermittlungsverfahren ist jedenfalls erschreckend niedrig.
Erschreckend niedrig, sagt Striegel. Und das, obwohl die Zahl der Cyberverbrechen stark zugenommen hat. Von fast 2000 Fällen hat sich die Zahl der Verbrechen fast vervierfacht. Nur 18% davon werden überhaupt aufgegeben. Also Dinge zu programmieren, die bestimmte Wortlisten verbieten, ist komplett geschenkt. Aber dann brauche ich eine Liste, die nicht shit ist. Und anscheinend gibt es die Liste einfach nicht von vornherein. Das ist halt eine Sache, ne? Da müssen sich halt, das kann man ja trotzdem fordern, auch von den Seiten. Und hoffen, dass sie das machen. Weil ich fände schon ganz cool, wenn rechtsextremer Shit rausgefiltert wird. Das fände ich schon nett. Geklärt. Einzig Taschen- und Autodiebe werden in Sachsen-Anhalt noch weniger ermittelt. Woran liegt das? Unsere Annahme am Personal. Wir fragen konkret beim Innenministerium Sachsen. Vielleicht auch an der Schulung. Also einmal ja Personal, aber auf der anderen Seite. Also wir sind hier immer noch in Deutschland und Internet ist für uns Neuland, ne? Anhalt an. Unsere Frage, ob es einen Zuwachs beim Personal und Budget gibt, wird nicht beantwortet. Auf die Frage, ob sich Rechtsextremisten mit Spielen vernetzen, antwortet das Land sogar. Es liegen keine eigenen Erkenntnisse über den Missbrauch von Spielen als Vernetzungsinstrument vor. Wir haben alle Bundesländer angefragt, mit wie vielen Beamten sie im Internet auf Streife sind. Polizei ist Ländersache und darum antwortet auch jedes Bundesland anders. Einige Bundesländer wollen keine Auskunft über ihr Personal geben, aus Sicherheitsbedenken, zum Beispiel Rheinland-Pfalz oder auch Niedersachsen. Andere Bundesländer sind da offener. Schleswig-Holstein hat spezielle Dienststellen für Cyberermittlung. Und Bayern hat im Bereich Cybercrime offenbar mehr Experten im Netz als alle anderen Bundesländer. Krass, und das in Bayern? Die uns geantwortet haben, zusammen. Aktuell werden über 400 Spezialisten in diesem Bereich eingesetzt. Doch selbst 400 Spezialisten ändern nichts an der Tatsache. Die Polizei ist auch vollkommen überfordert mit der Situation. Da fehlt das Personal, fortbildende Maßnahmen und zu der Thematik. Das ist ja leider nichts Neues, wenn es im Allgemeinen ums Internet geht. Ja. Wenn es auch noch speziell auf Games geachtet werden muss, sehe ich schwarz. Ja, absolut. Tatsache, Spiele zu Attentaten. Das ist nicht im Internet, oh nein. Das heißt, Lars, danke Polizei, dass ihr euch... die uns einsetzt und du möchtest keine Polizeiautos zerstören. Das wolltest du sagen, oder? Wie in Christchurch oder Buffalo tauchen immer wieder auf den Plattformen auf. Wir zeigen Sebastian Striegel eine Aufnahme des nachgebauten Halle-Attentats auf Roblox. Die Spielenden können dabei auf die Synagoge schießen, genau wie auf vorbeilaufende Passanten. Ist menschenverachtend. Was anderes kann man dazu schlicht nicht sagen. Solche Szenen nachzuspielen, das also wie eine Art Reenactment zu begreifen, das geht einfach gar nicht. Und da braucht es mehr Anstand der Plattformbetreiber. Ne? Das ist das eine. Also solche Spiele müssen gesperrt werden. Das können die Plattformbetreiber auch. Spätestens wenn jemand sowas meldet, muss das dann auch wirksam gesperrt werden. Roblox selbst hat das nachgebaute Halle-Attentat mittlerweile von seiner Plattform gelöscht. Aber gut ein Jahr war es dort zu finden, nachdem es so krass. Im März 2022 veröffentlicht wurde. Und gut, im Untersuchungsausschuss zum Halle-Attentat kam heraus, auch die Polizei hatte damals Probleme, schnell den Livestream der Tat zu finden. Ein Polizist, der am Tag des Attentats in Halle im Dienst war, sagte den Abgeordneten im Landtag, er halte eine Recherche nach entsprechenden Streams in der Akutphase eines solchen Einsatzes für eine Polizeiinspektion auch nicht für durchführbar. Das ist so krass, also sorry, aber da sind ja meine Mods besser, also sorry. Also sowas zu finden, also sorry, aber da sind meine Mods ja krasser. Und die sind nicht dafür ausgebildet. Also, weiß ich jetzt nicht. Simon Moffat 2, damals, da durfte man auch auf Zivilisten ballern, wie man lustig ist, dass jemand interessiert. Ja, für eine Woche vielleicht, danach war die Mission Kult, oh Gott. Gern hätten wir mit dem zuständigen Landeskriminalamt in Magdeburg darüber gesprochen. Also wissen, ob jemand in der Tat eine Tat livestreamt, vielleicht nicht so einfach, aber wenn es jemand tut, dann Streamer verfinden einfach. Ich denke auch, also das ist machbar. Wie sich die Arbeit der Beamten nach dem Attentat verändert hat. Deine Mods sind übel krass. Meine Mods sind wirklich übel krass. Also, auch abgesehen jetzt von dem Thema, meine Mods sind einfach wirklich übelst krass. Wir bekamen jedoch eine Absage. Dann haben wir uns bundesweit umgehört, doch nur Sachsen wollte uns zeigen, wie im Internet ermittelt wird. Deswegen fahren wir jetzt nach Dresden. Hier ermitteln Polizisten gegen Cyber. Ich weiß nicht, ob
Polizei, Sachsen die besten Ansprechpartner sind gegen Rechtsextremismus. Aber ich lasse mich einfach mal überraschen. Kriminelle auch bei Hass, Hetze und rechtsextremen Spieleinhalten. Stellvertretend für ein Team von Ermittlern spricht Mario T. mit uns. So nennen wir ihn, weil er anonym bleiben will. Hass und Hetze im Netz würden auch ihn und sogar seine Familie gefährden. Wenn Spieler problematische Inhalte finden und diese bei der Online-Wache Sachsen anzeigen, würde diese Anzeige ihn und sein Team erreichen. Dann wird's für Mario T. und seine Kollegen meist knifflig. Wir schauen dann, gibt's Informationen, die er öffentlich beispielsweise zur Verfügung stellt, wo wir sehen, okay, der ist noch da und da unterwegs. Also wir machen jetzt nicht immer ein Gießkannensystem, dass wir sagen, wir gucken grundsätzlich in alles, sondern das Ziel ist ja immer, zum Beispiel einen straffällig gewordenen Nutzer zu identifizieren. Was würde denn das personell bedeuten, wenn Sie sagen würden, Sie würden sowas machen wollen? Also sprich, Sie würden jetzt dezidiert durch das Netz durchkämmen auf solche Inhalte, so wie man es von der klassischen Streife kennt, wenn dann... Ey, stellt mal eine Mods ein für einen guten Lohn. Und die machen euch das alles. Macht es nicht. Ich brauche die. Und die haben auch noch eigene Leben. Aber ganz ehrlich, die würden das rocken. Ich sag ihr, ihr würdet das rocken, wenn ihr das machen würdet. Hakenkreuz an der Hauswand ist, ist es ja auch ein etwas, was die Polizei automatisch quasi verfolgt. Der digitale Raum. Ich weiß, dass meine Mods nicht bei der Polizei arbeiten will. Es tut mir leid, dass ich das in dieses hypothetische Szenario mit aufgenommen habe. Es tut mir sehr leid. Kommt nicht wieder vor. Da ist, was ein Polizeibeamter da erfassen kann, innerhalb von 24 Stunden bzw. 8 Stunden Dienstzeit, das ist natürlich auch endlich. Das wäre eigentlich ein Sachverhalt, der müsste mit gigantisch vielen Beamten hinterlegt werden. Also Leo, zu den Kopf, wenn du so Bock hast. Nee, du irgendwie auch irgendwie nicht so Bock. Ich weiß nicht. Ich bin jetzt auch nicht so überzeugt von. Wenig realistisch. Unendlich viele Inhalte brauchen unendlich viele Polizeibeamte. Darum sehen Experten wie Mick Prinz die Plattformen wie Roblox und Steam in der Pflicht. Das sieht auch die Polizei so. Also da würde ich mir wünschen, dass die Plattformbetreiber da mehr Geld investieren, Mitarbeiter ausbilden, vernünftig ausbilden und dann eben auch durchaus eine bessere Moderation und Kontrolle ihrer Inhalte durchführen. Die Polizei bestätigt uns, in Einzelfällen kooperieren die Plattformen mit der Polizei. Aber beim LKA wird deutlich, wenig Personal für unendlich... Und deswegen sind die ganzen rechtsextremen Inhalte dann ein Spaß. Das war natürlich ein Joke. Ich viele Inhalte. Wie Rechtsextreme diese Inhalte zur Vernetzung nutzen könnten, darüber sprechen wir in Thüringen mit dem Chef des Verfassungsschutzes. Stefan Kramer ist seit 2017 der Leiter der Behörde. Er sieht die Gefahr von Spielen als Vernetzungsinstrument. Besonders für die rechtsextremistische Szene ist aber die Plattform oder dienen die Gaming-Plattform zu viel, viel mehr als eben nur Kommunikation. Hier geht es darum, sich zu motivieren. Hier geht es darum, sich in einer virtuellen Welt aus der realen Welt zu verabschieden und dort tatsächlich den Lebensstil, den Way of Life. Und worldwide ein Wunderfall. Life des Rechtsextremismus zu leben. Sich auch in entsprechenden Shooting-Games ganz klar mit Waffen auseinanderzusetzen, gegenseitig zu messen, aber auch eben Anschlagsszenarien durchzuspielen. Der Halle-Attentäter hatte sich genau auf diesen Plattformen bewegt. Seine Ideologie findet sich auch in dem Spiel zum Anschlag wieder, das mittlerweile gelöscht ist. Kramer verwundert nicht, dass es das Spiel überhaupt gab. Mhm. Naja, wundern tut es mich leider auch nicht. Kramer ist verdammt sicher für einen Verfassungsschutzchef und ich appreciate, dass er Öffentlichkeitsarbeit als Teil seines Jobs versteht. Immerhin, ja. Auch Spiele genutzt, gerade aus der Neonazi-Szene, um Radikalisierung voranzutreiben? Das sind sozusagen die Perversitäten, wenn Sie so wollen, aus meiner Sicht zumindest, oder die darin gipfelt das Ganze letztlich gesehen nur. Die Herausforderung für uns ist eben die, dass wir mit diesen technischen Radikalisierungs- und Publizierungsmöglichkeiten Schritt halten müssen. Und dass es offensichtlich in der Perversität des Menschen nach oben keine Grenzen gibt. Kramer bestätigt uns, dass seine Behörde aufgerüstet hat. Details über die Arbeit seiner Leute behält er für sich. Unser Fazit: Die Ermittlungsarbeit ist für die Polizeibehörden ein Fass ohne Boden. Unsere Recherche zeigt,
Durch den Föderalismus wird... Ja, ich bin auch so am Schwanken, ob ich das gut finde oder schlecht finde. Ich weiß auch nicht. ...ihre Arbeit erschwert. Die Vernetzung rechtsextrem... ...neue Faxgeräte bekommen. Ja, das ist aber auch schon mal was, ne? ...immer kann die Polizei nur schwer... Man muss ja mit der Zeit gehen. ...verhindern, auch weil es an Polizisten fehlt. Deswegen ist die Polizei auf Hinweise von allen Spielenden angewiesen. In Deutschland gibt es allein über 34 Millionen Gamerinnen und Gamer, die genauer hinschauen könnten. Ja, also keine Ahnung, Gamer, ja, natürlich sollten wir alle da genau hinschauen und auch sowas melden, wenn wir sowas sehen. Das ist ganz, ganz wichtig. Auch Solidarität ist super wichtig, aber es sollte halt auch was von den Seiten gemacht werden, ne? Können sich nicht nur die VerbraucherInnen darum kümmern? Einer von ihnen ist Stefan Bliemel, besser bekannt als Steinwallen. Der Gamer zockt History Games auf YouTube vor über 95... Er sagt mir gar nichts. Warum kenne ich den nicht? ...tausend Abonnenten. Er spricht in den Videos mit seinen Zuschauern über geschichtliche Inhalte und ordnet diese in ihren jeweiligen Kontext ein. So begann... Warum kenne ich den nicht? ...damals seine Liebe zu Games. Ich bin mit diesem Medium Anfang der 90er, nach der Wende, ich komme aus der ehemaligen DDR, da bin ich als Kind aufgewachsen, bekannt geworden und war gleich fasziniert. Und dann kam eins zum anderen bei Freunden, erstmal C64 und dann irgendwann, ich glaube, 93 oder 94 der erste PC und... Maxine, ich glaube nicht, dass es funktionieren würde, oder? Ja, da hat man natürlich nicht nur Schulaufgaben gemacht, sondern auch gespielt. Er spielte schon immer gerne Spiele mit geschichtlichen Themen, lernen, ohne dass man es merkt also. Cool. Denn Spiele können gut verschiedene Systeme abbilden und erfahrbar machen. Fast logisch, dass er später auch Geschichte studierte. Ich glaube, da schaue ich mal rein, das klingt ziemlich spannend. Ende 2012 veröffentlichte er schließlich sein erstes YouTube-Video zu... Steinwallen ist in dieser Strategie-Bubble und wirkt schon nicht instabil. Ja, das klingt cool. Klingt ziemlich base und klingt nach cooler Arbeit. Ich habe mich verfangen in meinen ganzen Kabeln. Einem Geschichtsspiel. Seitdem baut er seine Community auf und ist noch aktiver Teil der Gaming-Szene. Rechtsextremismus sieht er in seiner eigenen Gaming-Bubble als kein Problem. In meinem persönlichen Umfeld, also das heißt mit meinen Zuschauern... Okay, wie cool ist dieser Globus im Hintergrund, aber sorry. Mit denen ich in Kontakt bin. Ah, Fröschchen und Steinwallen haben bei Rastelot angefangen. Das war Steinwallen, okay. Okay, dann weiß ich jetzt, wer es ist. Die Spiele, die ich spiele, die Entwickler und Publisher, die ich kenne, erlebe ich das tatsächlich nicht. Ich beschäftige mich mit Games, die einen historischen Hintergrund haben, aber tatsächlich wird auch dieser historische Hintergrund so gut wie nie genutzt, um irgendwie jetzt über Kommentare irgendwie eigene Ideologien einzuspeisen und schon gar nicht Rechtsextreme. Es gibt ganz, ganz wirklich wenige Fälle in den letzten Jahren, wo das mal passiert ist und dann blocke ich das sofort. Finde ich voll cool. Hä? Das wirkt sympathisch. Deine oder unsere Community zum Beispiel auf Steam oder in Videos rechtsextreme Inhalte entdeckt, wie sollte man am besten vorgehen? Was ist dein Tipp? Wenn man das sieht, sofort melden. Und ich glaube, je mehr das tun, umso schneller geht das dann auch, umso besser ist das. Ich glaube, da ist tatsächlich die Schwarmintelligenz der Gamer sehr, sehr wichtig, dass man da einfach gemeinsam initiativ wird und aktiv wird. Die Sache ist halt, wir können halt auch als Community und als Gaming-Community halt auch Sachen bewirken, ne, bei den Seiten. Deswegen, wenn sich halt viele auch über sowas dann auch beschweren und was dafür machen, vielleicht dann auch irgendwann, dann wird der Druck halt auf die Seiten vielleicht irgendwann größer und dann machen die vielleicht auch mal irgendwann was. Dann macht es eben schon einen Unterschied, ob ein Einzelner oder tausend eine Sache melden, ob eine Plattform vielleicht aktiv wird. Aktiv werden bereits einige Gamerinnen und Gamer, wenn man sich ihre Social-Media-Profile anschaut, wie Mick Prinz erzählt. Ja. Es gibt ein Problembewusstsein in der Gamer-Szene, es könnte aber größer sein, findet er, und nennt uns jene, die sich offen gegen Rechtsextremismus aussprechen. Voll. Stay, welche zu nennen, der regelmäßig wie deutlich macht, dass er keinen Bock hat auf Rechtsextremismus in seinen Communities. Das Hand of Blood macht das oder beispielsweise auch ein Fabian Siegesmund. Das sind alles Leute, die in ihren Communities auch Vorbilder sind und irgendwie auch darstellen, hey, nehmt diese Dinge nicht einfach so hin, wehrt euch auf. Ein Freund von mir ist seit Jahren ein Hakenkreuz in den Stream-Comments, habe das mal gemeldet, ist aber nie was passiert, ist immer noch da. Okay, wild. Das ist wild. Er muss halt auch Steam unbedingt mal was machen. Wenn euch solche Sachen auffallen. Und das finde ich wahnsinnig wichtig, dass man Rechtsextremismus auch im Gaming nicht hinnimmt. Habt ihr online schon mal rechtsextreme Inhalte gesehen? Nee. Ja, glaub nicht. Ich habe mal was mitbekommen. Ich glaube, rechtsextreme Inhalte online? Habe ich jetzt noch nie Erfahrung mit. Also, nee.
und vielleicht sogar gemeldet, schreibt uns eure Erfahrungen in die Kommentare. Zu den über 34 Millionen deutschen Gamerinnen und Gamern gehören auch Kinder und Jugendliche. Die Schülerinnen und Schüler der 8B der Eichendorff-Schule in Erlangen kennen sich bestens mit... Also Kim würde ich jetzt nicht als Gamerin, zumindest, also... Sie macht ja Online-Inhalte jetzt kein Gaming. Also so, ja, aber also sie macht, wenig auch zu Gaming-Communities, oder? Aber Pia stimmt, true, ja. ...mit Spielen aus. Zum einen werden hier Spiele im Unterricht gespielt. Zum anderen zockt der Großteil der Schüler auch zu Hause, unter anderem auf Roblox. Hast du schon mal Roblox gespielt? Ich spiele immer noch, ja. Immer noch? Das heißt sehr regelmäßig? Ja. Nee, eigentlich jeden Tag. Gibt halt, auf Roblox gibt es halt mehr Plattformen, aber es ist halt nicht so diese Grafik, die ich geil finde. Through the Darkest of Times heißt das Spiel, das die Klasse im Unterricht spielt, während wir sie besuchen. Okay. Im Stil einer Graphic Novel können die Schülerinnen und Schüler in verschiedene Rollen schlüpfen und die Zeit des Nationalsozialismus erleben. Das ist das Spiel, über das wir auch mit Steinwallen gesprochen haben. Es ist jetzt besser als normaler Unterricht. Also es hilft auch wirklich viel mehr. Ja, also ich sag mal, Frontalunterricht ist ja auch jetzt nicht unbedingt die sinnvollste Art, das zu lernen. Deswegen glaube ich schon, dass das irgendwie mehr beibringt. Schüler müssen im Spiel eine... The Darkest of Time ist ein überragend guter Titel. Echt cool. ...Widerstandsgruppe aufbauen und Unterstützer gewinnen. Aber eine Bombe lass nicht so riskieren, weil das letzte Mal konnten wir es dann nicht mehr machen. Er hat einen Punkt, das wird zu gefährlich. Mit der Widerstandsgruppe planen sie Aktionen. Dabei müssen sie aufpassen. Wenn etwas schief geht, sinkt die Moral in der Gruppe und sie könnte sich auflösen. Jede Entscheidung, die in einem Spielzug getroffen wird, beeinflusst den nächsten. Oh, ihr habt ja schon echt viele Unterstützer dabei. 29 ist ja echt gut. Ja, soweit. Ach, bist du nicht so gut? Hättest du gerne noch mehr Unterstützer? Ja, schon. Manche Aktionen sind gefährlicher als andere. Risiko extrem. Okay, wir machen das. Alle ihre Entscheidungen haben Auswirkungen. Das Ziel, das nationalsozialistische Regime zu besiegen. Das ist ein gutes Ziel. Genau, also es gibt ja ganz viele verschiedene Aktionen. Klingt nach einem wirklich guten Spiel. Entscheidet ihr so, was ihr machen wollt? Wir sprechen uns eigentlich allgemein ab, was wir machen. Zwei Projekttage lang begleitet das Spiel Through the Darkest of Times die Klasse. Am ersten Tag wird gespielt und am zweiten ausgewertet, was die Schüler gelernt und wie sie sich entschieden haben. Cool. Zur Auswertung kommen wir später nochmal zurück. Cooles Ding, finde ich auch, also wer auch immer das gemacht hat im Unterricht, super cool. Die Entwickler dieses Spiels treffen wir in Berlin. Jörg Friedrich ist der Gründer des Game-Studios Paint Bucket Games. Oh. Sein etwa 20-köpfiges Team aus Programmierern, Game-Designern, Grafikern und vielen mehr entwickelt Spiele, mit denen Wissen über Nationalsozialismus und Rechtsextremismus vermittelt wird. Ich schreibe tatsächlich Production Code. Sie wollen aufklären und sich für die Demokratie einsetzen. Damit sind sie sehr erfolgreich. Vor allem mit dem Spiel, das wir uns gemeinsam anschauen. Mit Through the Darkest of Times gewannen sie 2020 in zwei Kategorien beim Deutschen Entwicklerpreis. Das ist sehr geil. Vielleicht kann man die auch mal in den Stream bekommen. Das ist schon nice. Also, Through the Darkest of Times spielt von 33 bis 45, beginnt mit der Ernennung Hitlers zum Kanzler. Und man spielt eine Zivilperson, ganz normalen Menschen, so wie du und ich, der sich entscheidet, okay, das ist jetzt so krass, ich muss jetzt was tun. Und so entsteht während des Spielens aus der einen Person irgendwann eine Widerstandsgruppe, die aus ganz verschiedenen Menschen, die unterschiedlich alt sind und verschiedene Ansichten haben, besteht. Sie haben im Spiel, wie damals auch in Wirklichkeit... Boah, das ist super interessant. Vielleicht spielen wir das auch mal im Stream so und dann können wir zusammen die Widerstandsgruppe und gucken, was so am sinnvollsten ist. Aber ich weiß nicht, ob ich mit Chat das zusammen machen sollten. Oder ob das gut ausgehen würde, weiß ich nicht. Kalt, ein Ziel. Dass dieses Regime weg muss und dass wir wieder unsere Freiheit zurückbrauchen, darauf konnten sie sich einigen. Und dafür haben die ihr Leben riskiert, dafür haben die riskiert, ins Gefängnis zu gehen und schlimmsten Unbill zu erleiden. Das wollten wir halt erzählen, weil wir das einfach so eine starke Geschichte finden, gerade in diesen Zeiten.
Er gibt uns Einblicke in den milliardenschweren Spielemarkt. Auch wenn es sich um ein fiktives Spiel handelt, das viele reale Fakten mit einbezieht, ist sich Friedrich der Verantwortung, die Entwicklerinnen und Entwickler haben, bewusst. Ja, voll. Darf man solche ernsten Themen spielerisch umsetzen? Ich will weder Täterporn schaffen, also etwas, wo Täter sagen, oh, das ist aber cool. Ja, das ist, glaube ich, auch ein sehr großes Problem, weil das viel gemacht wird, habe ich das Gefühl. Ich wollte schon immer einen KZ-Wächter in Auschwitz spielen und ich will gleichzeitig das Thema aber nicht trivialisieren. Wir zeigen Spieleentwickler Jörg Friedrich ebenfalls die Aufnahme des mittlerweile gelöschten, nachgebauten Halle-Attentats auf Roblox. Zur Erinnerung, auf Roblox kann jeder ganz einfach Spiele selber bauen. Ja, ich meine, das kommt halt mit der Freiheit, ne? Also wenn du die Freiheit hast, alles zu bauen, dann hast du halt... Wie heißt das Spiel? Through the Darkest of Times. Die Freiheit, alles zu bauen, dann können Arschlöcher auch Scheiße bauen. Mhm. Aber ich meine, das Beruhigende ist doch, dass sie es nur in dieser Qualität hinbekommen. So, und finde ich so. Und, ja, aber leider reicht es halt trotzdem genug. Also, Qualität heißt nicht, dass man viele Leute erreicht. Also, es gibt einige große Streamende, wo ich jetzt sagen würde, da ist Qualität jetzt nicht unbedingt direkt gegeben. Und die erreichen trotzdem viele Menschen. Und ja. Also, viel problematischer. Und auch, also wenn man sieht, dass sowas wie Skibidi die Toilette viral geht, das ist jetzt auch nicht unbedingt qualitativ krass hochwertig. Finde ich ja Sachen, die sozusagen wirklich überzeugend sind. Ne? Ich glaube, die Leute, die das gut finden, da ist eh Hopfen und Malz verloren. Das Game Studio. Ja, das glaube ich nicht. Ich glaube, viele können das schon. Also, da unterschätzt er ein bisschen die Gefahr, die davon ausgeht. Weil ich glaube schon, dass viele auch, die einfach nur so ein edgy Humor haben, da mit abgeholt werden und weiter in die Richtung getrieben werden. Also ich halte es für gefährlicher. Studio Paint Bucket Games veröffentlicht seine Spiele auf Steam, damit sich Gamer diese dort herunterladen können. Ein typisches Vorgehen für Game Studios. Was Jörg Friedrich dabei gemerkt hat, es gibt einen Mechanismus, der Spiele prüft und entscheidet, ob sie freigeschaltet werden oder nicht. Auch wenn die Beispiele von McPrince nicht den Anschein erweckt haben. Das Game Studio Paint Bucket Games hatte Probleme beim Upload seines neuen Spiels The Darkest Files. Darin geht es ebenfalls um das Thema Nationalsozialismus. Im Sinne der Aufklärung sind im Spiel verfassungsfeindliche Symbole zu sehen. Wir konnten erstmal die Seite nicht freischalten. Und mussten in eine längere... Ja gut, ich glaube, das ist auch immer sehr schwierig. Und das ist halt wieder mit den Filtern das Problem, weil da ist wieder der Kontext halt so wichtig. Weil ein aufklärerisches Spiel über diese Zeit, eigentlich wichtig. Wenn es aber ein Spiel ist, wo es, ich sag mal, das Gegenteil von Aufklärung ist vielleicht sogar, dann ist es nicht so sinnvoll, das drin zu haben als Symbol. Und deswegen, ich glaube, das ist immer so viel Kontext. Korrespondenz gehen mit Steam... Ich finde, das erste, welches freigeschaltet wurde, trotz Hakenkreuz, wurde als Kunst anerkannt. Krass. Um die zu überzeugen, dass es schon in Ordnung ist und dass wir, also wir haben ja auch eine Altersfreigabe von der USK zum Beispiel und die kriegt man nur, wenn man verfassungsfeindliche Symbole hat, kriegt man die nur, wenn eindeutig ist, dass der Kontext nicht problematisch ist. Ja, krass, zum Beispiel. Okay. Und das hat sie dann überzeugt und damit konnten wir es dann freischalten. Denn die rechtliche Lage sieht so aus. Grundsätzlich ist es verboten, verfassungswidrige Symbole wie das Hakenkreuz zu zeigen und zu verbreiten. Es gibt aber Ausnahmen. Ja. Hakenkreuze dürfen im Lernkontext gezeigt werden oder... Das hast du ja bei Twitch auch bei richtig vielen Sachen, ne? Viele Sachen dürfen nicht gezeigt werden, außer es ist kontextuell für Aufklärung und so weiter und so fort. Dann ist es wieder okay. Da ist ja Twitch ja auch sehr ganz groß drin. Wenn sie der historischen Darstellung dienen, wie in Filmen oder eben auch Games. Jörg Friedrich erklärte das genauso Steam. Bei seinem Spiel handle es sich um den Lernkontext und die historische Darstellung. Das akzeptierte die Plattform dann auch. Vor der Erklärung hätte Steam ihm gesagt, dass er sein Spiel The Darkest Files überall veröffentlichen könnte, nur nicht in Deutschland. Hm. In diesem Land gäbe es mit Blick auf das Thema Nationalsozialismus andere Regeln. Gerne hätten wir auch die Plattformen gefragt. Wie und ob überhaupt Inhalte geprüft werden? Und wie kann es sein, dass es veröffentlichte rechtsextreme Postings und Games auf Steam gibt, aber The Darkest Files, das einen Lernkontext hat, erst einmal eingeschränkt wurde? Trotz mehrerer Anfragen bei... Das ist auch wirklich eine interessante Frage. Hätte ich gern gewusst, ne? Steam und Roblox blieben unsere Fragen unbeantwortet. Hm. Aber bei Roblox war es ein Mod oder so ein Szenario, was erbaut wurde und nicht kein Spiel, was hochgeladen wurde, ne? Das ist schon ein Unterschied.
Und ich glaube, da kannst du ein bisschen besser dran vorbeimogeln. Also das ist ja schon was anderes. Wie stehst du so zu dem Thema? Zu welchem Thema? Rechtsextreme Spiel- und Gaming-Plattformen? Ja, die sind kacke da. Ich hätte sie gerne nicht da. Wie kann es ein Spiel über die NS-Zeit auf Steam in Israel instant veröffentlichen, aber nicht in Deutschland? Das ist auch krass, ja. Ja, ein Spiel auf Steam hochladen passiert selten als Kommentare, ja. Aber ja. In Berlin treffen wir Shidem Uzunolu, die sich als Geschäftsführerin der Stiftung Digitale Spielekultur regelmäßig mit verschiedenen Akteuren der Games-Branche, aber auch mit Politikern und Forschenden trifft. Als Expertin ist sie gefragt, wenn es um geschichtliche Spiele und Erinnerungskultur geht. Deshalb spielen wir während unseres Gesprächs Through the Darkest of Times. Denn das Medium Spiel ist für Shidem Uzunolu ein besonderes. Bei Filmen oder wenn ich ein Buch lese, natürlich berührt mich das emotional. Natürlich kann ich in die Geschichte tief einsteigen, aber ich bin passiv. Ich kann das spielst du gerade auf dem Angebot, ach cool. In die Handlung nicht eingreifen. Und bei Games ist das so toll und das zeigt auch besonders dieses Spiel, dass ich proaktiv die Geschichte mitgestalten kann. Deshalb sind Spiele für Uzunolu auch ein wichtiger Teil der Erinnerungskultur. Sie helfen, Bezüge von der Vergangenheit zur Gegenwart zu ziehen und das Vergangene nicht zu vergessen. Wie an diesem Beispiel beim Spielen deutlich wird. Mehrere SA-Soldaten stehen um einen jüdischen Mann herum, schlagen ihn. Wir können uns entscheiden, einzugreifen oder nicht. Das Ausprobieren im Spiel fände ich auf jeden Fall interessant. Das können wir sehr, sehr gerne machen. Und wir wählen mal. Wir greifen die jetzt an. Hätte ich jetzt auch intuitiv gesagt. Lasst den Mann in Ruhe oder ihr werdet es bereuen, sage ich. Und balle meine Fäuste. Die Männer umzingeln. Ich ball gerade wirklich meine Fäuste. Also da merkt man halt, wie man bei Games wirklich. Kriegst du halt für 3 Euro. Ach, nice. In die Geschichte irgendwie sich hineinbegibt. Jetzt die Option. Muss ich mich an solchen Szenen gewöhnen, oder? An so etwas werde ich mich nie gewöhnen. Deshalb betont Uzunolu auch, wie wichtig politische Bildungsarbeit ist. Oh ja. Dass in Schulen präventiv über Rechts. Oh ja, es ist so wichtig und ich habe das Gefühl, es fehlt so sehr. Politische Bildung. Also wirklich. Extremismus noch stärker aufgeklärt werden müssen. Ja, vor allem die Strukturen dahinter, nicht nur dieses, also ich habe das Gefühl, es wird in der Schule, zumindest war das bei uns so, dass einfach super viel über die NS-Zeit geredet wurde, aber super wenig hinter so Gedankenstrukturen und so diese Wege und Gedankenwege irgendwie aufzuzeigen und zu verstehen, wo das herkommt und dass man nicht darauf reinfällt, sodass man nicht auf denselben Populismus heute reinfällt, weil das tun echt viele. Und ich glaube, also das wurde irgendwie zu wenig beigebracht, einfach die Strukturen dahinter. Und das geht laut Uzunolu mit Games besonders gut, weil sie Teil der Lebensrealität der Jugendlichen seien. Was die Schüler der Klasse 8b in Erlangen beim Spielen gelernt haben, erfahren wir jetzt. Ja, kommt da nicht eine Band her? JBL waren die Kopfhörer. JBO, oder? Guten Morgen. Wir kommen heute zum Teil 2 von dem Projekt, der Auswertung des Ganzen, was für mich jetzt sehr spannend ist. Wir waren gestern alle ganz begeistert, wie ihr gespielt habt, dass ihr auch alle so dabei wart und halt auch wirklich intensiv die vielen Stunden da dabei geblieben seid. Was mir persönlich super gut gefallen hat, ich habe bei vielen gesehen, dass sie auch die Texte wirklich gelesen haben und nicht nur immer weiter geklickt haben. Na, von daher bin ich sehr gespannt, wie es jetzt losgeht. Oh Mann, oh mein Gott, Xenia Auer. Anil Dink ist der Workshop-Leiter. Er hat die Schüler beim Spielen. Meine ehrliche Frage: Wurde es einem von euch Chat überhaupt beigebracht, die Strukturen dahinter? Bei uns waren es einfach nur Fakten und das war's. Ja, bei uns waren es auch nur dieses: Ja, okay, das ist passiert, das ist passiert, das ist passiert. Und weniger, also auch, wir hatten auch dieses, wie es passiert ist, aber dann auch nur so: Das ist passiert, das ist passiert, das ist passiert. Und nicht dieses: Okay, was sind die Strukturen dahinter? Wie haben die Menschen abgeholt? Was sind die Denkweisen dahinter? Und warum? Und wie versuchen die diese komplexen Probleme mit viel zu einfachem Populismus anzubringen und was spricht das damit an bei einem Menschen? Wie holt das Menschen ab? Warum holt das Menschen ab?
Und das hatten wir einfach nicht, also wirklich. Und das ist so sad, weil es einfach wirklich, also vielen Leuten fehlt. So, ich hatte das Glück, ich bin halt in einer sehr politischen Familie aufgewachsen. Mein Opa war in der Politik, mein Vater war in der Politik. Und dann waren das natürlich auch Themen, also meine Oma war auch politisch sehr aktiv, auch im Demonstrieren und so weiter. Und das waren natürlich dann Dinge, die mir so immer mitgegeben wurden und natürlich auch beigebracht wurden. Aber das ist ja auch einfach sehr privilegiert, ne? Und so normal im Unterricht, im Geschichtsunterricht, habe ich das Gefühl, das wurde überhaupt nicht beigebracht. Ich habe von damals kaum noch was im Kopf, war alles furchtbar trocken, erklärt das Thema, das eins dann einfach als jugendliche Person gar nicht richtig verstehen konnte. Ja, das kommt noch dazu, ne? Ja. Sozi-LK ein Stück weit, okay, ja, das ist nochmal was anderes, true, aber Sozi-LK hat ja auch nicht jeder. Also an Populismus haben wir eigentlich nur die Deutschstoßregel gelernt, krass, ja. Ja, voll, also das ist auch dieses wie Populismus komplett so funktioniert, auch viel zu wenig beigebracht. Wie man Faktenchecks macht, wie man irgendwie ein bisschen die Dinge hinterfragt vielleicht, wäre vielleicht auch mal cool, wenn man das so lernen würde. Über Strukturen hatte ich einen Schlüsselmoment, als im Geschichtsunterricht dieses Zitat auftaucht. Das waren die Schuster, der Milchmann, der Nachbar, die eine Uniform bekamen und dann glaubten, sie seien die Herrenrasse. Ja. Oh ja. Angeleitet und geholfen und wertet jetzt mit ihnen das Erlebte aus. Wie ging es euch mit dem Spiel? Gut, aber ich will es eigentlich noch weiter. Aber hier letztendlich einfach fahrlässig meines Gedankengänge und Strukturen hinter dem Zeug beibringen und die auswendig zu lernen Fakten zwar dazu, aber dann sollte er Denkmuster lernen. Ich finde auch. Also so Denkmuster und logisches Denken hinter vielen Sachen und hinterfragen sollte mehr gelernt werden als einfach nur Fakten. Ich will es jetzt zu Ende schaffen. Wollen wir jetzt durch den Kapitel 1 gehen und uns ein paar Szenen dazu angucken? Und schauen, wie ihr euch da entschieden habt. Also Hände hoch, Widerstand. Ja. Widerstand. Also ich habe nicht mitgemacht. Okay. Was ist in dieser Szene passiert? Herum und geschubst und so, weil er ein Jude war. Und man hatte dann halt die Möglichkeit, dem alten Mann zu helfen oder mit dem Fahrrad oder was man halt dabei hatte oder so weiterzufahren. Also wir haben dem Mann geholfen und er hat uns dann sein Kodak gegeben. Tatsächlich gibt es auch Spielversionen, wo der dann später nochmal auftaucht und einem was schenkt, was ihr auch braucht im Spiel. So bespricht. Das ist cool. Ich die Klasse die vielen verschiedenen Szenen, ihre Eindrücke und wird. Bis ich mich mit Anfang 20 angefangen habe, selbst zu bilden, bestand meine politische Bildung aus Welt keine Extreme, sondern eine große Partei, dann machst du nichts falsch und die machen eher das Gleiche. Ja, das ist halt auch super schwierig, ne? Weil so, nee, die Parteien machen nicht alle das Gleiche. Manche Parteien setzen sich mehr für dies ein, manche für jenes. Und auch dieses keine Extreme ist halt auch so, erstens, aus welchem Standpunkt sagt das eine Person raus? Also was hält diese Person für extrem und was ist nicht extrem? Für manche ist Veganismus extrem. Ich finde Tiere abschlachten einfach nur für den Genuss extrem. Und deswegen, das ist alles so ein bisschen extrem, ist einfach so ein Wischiwaschi-Wort. Virtuellen spielerischen Entscheidungen. Der Workshopleiter fasst am Ende die Antworten der Schüler zusammen. Und im Spiel war. Genau, reicht in meinen Opinion auch nicht, weil Rassismus und auch Antisemitismus oft subtiler sind und erst danach zu Gewalt wie in dem Spiel führen. Absolut auch super wichtig, ja. War es ja tatsächlich so, dass viele gesagt haben: Hey, ich wäre eingegriffen, ich hätte dem Mann, dem jüdischen Mann geholfen, der von SA-Soldaten geschlagen wird. Oder ich hätte eingekauft, auch wenn das steht: Kauf nicht bei Juden und da stehen uniformierte Menschen davor, eventuell bewaffnet. Und dann kam aber natürlich die Übertragung aufs Heute. Wie gesagt, haben ja eingekauft, hätte ich, wenn es nicht illegal wäre, gesetzlich. Aber eingegriffen hätte ich wahrscheinlich nicht, weil dann die Gefahr höher ist, dass ich selbst verletzt werde. Wie wird es mit dem Spiel und dem Thema bei Ihnen weitergehen? Also vorab muss ich mal sagen, dass ich sehr, sehr dankbar bin, dass wir das Spiel bekommen haben. Also da muss ich auch unserem Respekt-Coach hier danken, was für uns sehr, sehr wichtige Institution ist. Der ist richtig am Zahn der Zeit. Der ist irgendwie weniger Boomer als ich. Das tut ein bisschen weh, aber der redet wirklich wie die jungen Menschen von heutzutage. Viele diese Respekt-Coaches, die uns halt ermöglichen, dann Zugang zu finden zu solchen Projekten. Also ich habe jetzt, wir werden jetzt das Spiel dann nächste Woche noch mal ein bisschen weiterspielen. Und dann, glaube ich, wird es viel einfacher werden, diese Themen aufzuarbeiten, die dann folgen.
Denn Lehrer Matthias Bracher will anknüpfend an das Spiel jetzt von der virtuellen Welt in die reale. Demnächst fährt er mit seinen Schülern nach Dachau zur KZ-Gedenkstätte. Krass, ja. Da war ich noch nie. Alex war da, weiß ich, dass er schon mal da war, aber es ist, glaube ich, auch heftig. Wir haben gesehen, das Thema Gaming ist vielschichtig. Auf der einen Seite wollen Menschen spielen, als Ablenkung oder um etwas zu lernen. Auf der anderen Seite verbreiten Rechtsextreme Hass und Hetze darüber. Aus der Sicht von Extremismus-Experte Mick Prinz muss auch die Politik etwas dagegen tun. Ja, definitiv. Gaming-Plattformen werden immer noch so ein bisschen als sowas Exotisches, weit weg Seines betrachtet, wo es ja sozusagen nur um Games geht. Für meine Herstellerin ist ÖVP links, okay, das ist auch wild. Gar nicht um die Interaktion zwischen Spielenden. Wir sehen, es wird wahnsinnig viel interagiert zwischen den Spielenden. Das heißt, die Politik sollte auch einen Blick darauf werfen, was passiert überhaupt auf den Gaming-Plattformen, und sollten wir vielleicht auch Gesetze gegen Hass im Netz, Gesetze, die beispielsweise auf strafrechtlich relevante Inhalte eingehen, auch auf Gaming-Plattformen anwenden. Im Gespräch mit Kolleginnen und Kollegen erlebe ich immer wieder, dass das überhaupt noch kein Thema ist, dass die ganze Frage von Online-Gaming, von Streams, von Plattformen bei vielen überhaupt nicht hinterlegt ist an Wissen. Und ich glaube, es gehört auch für politisch Handeln dazu, sich da einen eigenen Kenntnisstand zu erarbeiten. Fest steht, Spiele sind ein Milliardengeschäft. Und wer will schon Kunden verkaufen? Hast du die Reportage von Vollbild zu Roblox gesehen? Nee, ich glaube nicht. Ich bin überhaupt nicht so wirklich im Roblox-Thema drin. Rollen, indem er sich einmischt in die vermeintlich freie Meinungsäußerung. Gefordert sind die Plattformen. Im Zeitalter von Algorithmen, von KI und so, könnten sie natürlich da schneller und besser reagieren. Und wenn wir rechtsextreme Spiele oder Formate hochladen, dann gehört es selbstverständlich dazu, dass man dann genauer hinschaut, was ist wirklich künstlerische Freiheit und was ist schon irgendwie menschenverachtend und wo werden auch Menschenrechte verletzt. Neben der Politik braucht es Gamer und Plattformen mit mehr Problembewusstsein im Umgang mit rechtsextremen Inhalten. Ja, auf jeden Fall. Ja, aber war doch eine gute Doku. Danke, MDR. Ich muss sagen, ich gucke die MDR investigativ. Die machen echt viele gute Sachen. War schön, Mick zu sehen. Und ja, danke auf jeden Fall dafür. War ein gutes Ding.